hinter mir sind Frederik und Lilly. Das sind zwei kleine Wildschweine und wie ich hier gerade von den Einheimischen erfahren habe, wurde die Mutter überfahren im Frühjahr hier auf der Straße. Das ist eine Bundesstraße hier oben, die hinter den quasi Dünen oder den Resten der Dünen entlang geht. Und die zwei sind die einzigen überlebenden Frischlinge, die jetzt hier auf eigene Faust unterwegs sind und tatsächlich ja hier am Strand quasi versuchen, sich durchzuschlagen. Man sieht hier abends sind nicht ganz viele Leute da, aber die, die da sind, füttern ab und zu. Und vor allem finden sie ganz viel Müll hier und das nutzen sie. Und nur so können die zwei überleben. Und ich habe das heute beobachtet, was ich ja ganz toll fand. Egal woher die Touristen kommen, die hier am Strand sind. Wegen Corona sind es ja noch nicht so ganz viele. Aber ist keiner dabei, der die versucht zu vertreiben oder Angst vor den Zweien zu hat. Einige haben ihnen Wasser hingestellt. Also besteht vielleicht doch die Chance, dass die zwei hier überleben. Ob das dauerhaft funktioniert, sei aber mal dahingestellt. Denn das Biotop in Anführungszeichen, was sie sich hier ausgesucht haben, das ist vielleicht 500, 600 Quadratmeter groß. Das ist dieses Dickicht hier aus Schilf und Bambus. Und dahinter ist eine Straße und da beginnt eine Siedlung. Und auf dieser Seite ist halt der Strand und jede Menge Felsen. Drücken wir denen zweimal die Daumen. Und die beiden scheinen es tatsächlich geschafft zu haben. Sie leben offensichtlich heute noch. Grund dafür, eine Unterführung unter der Straße wurde wieder gangbar gemacht, also entrümpelt. All der Müll wurde rausgemacht, sodass sie jetzt in ein kleines Wäldchen und ein Tal mit einem Bach hinter der Straße können, ohne über die Straße zu müssen. Und das hat den beiden vermutlich das Leben gerettet.